Jeden Tag übt Markus singen. Er möchte unbedingt Sänger im Thomana-Chor werden. Dafür ist es wichtig, dass seine Stimme perfekt ausgebildet ist. Versuch mal bei Avekesi, Avekela schön freundlich den Unterkiefer fallen zu lassen und trotzdem die Konsonanten gut zu sprechen. Es macht mir einfach so viel Spaß, weil ich schon immer singen wollte und auch in diesen Chor schon immer reingehen wollte. Ich weiß nicht, war die erste Strophe. Die erste Strophe, immer was zu essen fand, ne? Ach so, scheiße. Ja, und jetzt versuch mal nicht einfach nach unten zu gucken, sondern einfach freundlich nach geradeaus zu gehen. Dass der erste Ton leichter ist. Eine große Linie gedacht wird, ja? Da, da, di, da, da, da. Ton rausziehen sozusagen. Ja, genau. Nachmittags hat Markus in der Vorschule des Thomana-Kurs Einzelstimmbildung. Dabei lernt er auch Tricks, wie man die Stimme locker bekommt. Wenn ich im Kreis laufe, das ist dafür, um da ein Gefühl zu kriegen, als ob ich in dem Lied der Wandersmann bin und so tun, als ob ich die Geschichte selbst erzähle und als ob ich halt der Mann bin, der wandert durch manche Land. Keine Luft mehr, ich weiß nicht, wie ich atmen soll. Wir haben noch hier festgelegt, da. In diesem Jahr will Markus endlich vom Vorschüler zum echten Thomana werden. Dazu muss er aber erst die Aufnahmeprüfung bestehen. Wenn ich die Prüfung mache, dann habe ich die einzige Sorge eigentlich, dass ich mit der Höhe Schwierigkeiten kriege, weil ich eigentlich noch nie so hoch singen konnte. Versuchen wir mal den Refrain, da wirst du langsamer. Dann lassen wir das Lied erstmal so stehen. Du schaust dir das bis nächste Woche weiterhin an, sicherst das noch. Wegen der Prüfung übt Markus seit einigen Wochen noch mehr als sonst. Also mühsam ist das für mich überhaupt nicht, hier jeden Tag von der Schule zum Gesangsunterricht zu gehen. Denn für mich ist es schon ein Traum. Denn wer hat schon immer die Chance, in diesen Chor zu kommen. Aber wer in diesen Chor will, muss nicht nur gut singen können, sondern auch Noten lernen. Seite 62, bitte. Was ist das hier? Das ist die Quarte, sehr schön. Markus, jetzt bist du dran. Was ist das? Große Sechste. Und das? Genau hinhören. Kleine Nona. Ja, sehr schön. Geht los. Singst du das mal bitte? Alle lesen mit. Unter anderem lernt Markus vom Blatt singen. Dabei muss er ein unbekanntes Lied direkt vom Notenblatt ablesen und singen können. Das ist ziemlich schwer. Deshalb summen Markus und die anderen erst einmal nur die Melodie. Der Text kommt dann später dran. So, wir machen jetzt Folgendes. Nach einem wunderschönen Notenschlüssel, den du uns jetzt hier anbietest, gebe ich dir einen Ton und ich suche diesen. Quarte. Quarte ist richtig. Mal sehen, ob du das auch richtig schreibst. Du musst ein B davor. Jawohl. Gut, perfekt. Mir macht die Theorie am meisten Spaß wegen den Tönen erkennen und den Tönen singen. Und deswegen mache ich Theorie mein Lieblingsfach. Zuerst lernen alle die Noten zu singen. Und wenn der Text sitzt, wird auch in der Klasse schon wie später im Chor gesungen. Zu Hause angekommen, setzt sich Markus auch noch ans Klavier. Ein Thomana muss nämlich mindestens ein Instrument spielen. Auch das wird bei der Aufnahmeprüfung bewertet. Wenn ich die Aufnahmeprüfung nicht schaffen sollte, ja, ich wäre schon traurig, aber
Ich würde mich trotzdem freuen, dass ich die Chance hatte, aber eigentlich denke ich da auch gar nicht dran, denn ich mache mir als immer, also ich versuche mir selber Mut zu machen, dass ich die Prüfung schaffe. Heute ist Markus entscheidender Tag. In einer halben Stunde hat er Prüfung. Noch ist genug Zeit, um sich vorher einzusingen. Machst du mal diese Bewegung? Noch schneller werden. Gut. Jetzt machst du zum Anfang eine Übung. Schon super aufgeregt, aber man sagt, wenn man aufgeregt ist, dann geht es meistens gut und da glaube ich auch daran. Die Prüfungen dauern. Markus muss noch warten. Ich werde Tomana und ich will das auch werden. Dann ist Markus endlich dran. Seine Prüfer sind der Leiter und einige Lehrer des Tomana-Chors. Also, was singst du uns jetzt vor? Ich singe den Marmottenbuben. Gut. Ich komme schon durch manche Land, aber weg die arme Motte und immer was zu essen fand. Schön. Und jetzt spielst du uns was vor. Ja, ich spiele die Etüde und den Onkel Lorenz. Gut, das war Onkel Lorenz, ja? Gut, jetzt hören wir mal, wie hoch und vielleicht auch wie tief du kommst. No, 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 no. Schön Mund aufmachen. No, 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 no. Vielleicht nochmal. Schwung. No, 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 no. Gut, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, ich bin drin gekommen. Na komm, kann man gehen. Aber ich darf dir das abnehmen. Ja, darfst du heute. Und ja? Echt? Ja. Die Prüfung ist gut gelaufen, weil ich einfach drauf losgesungen habe, mir nicht Gedanken um die Töne gemacht habe. Und ich war ganz locker. Doch ob es Markus in den Chor geschafft hat, wird er erst per Post erfahren. Nee, ja, schon. Ich war schon ein bisschen aufgeregt. Aber also Herr Peter war dann so locker und alle anderen dann. Drei Wochen später hat Markus endlich Gewissheit. Er hat die Prüfung bestanden und wird nun auch ganz offiziell in den Tomana-Chor aufgenommen. Markus Dornig, das ist er. Begrüße dich als Thomaser. Der Chorleiter und Thomaskantor persönlich begrüßt Markus als neuen Thomaser. So nennen sich die Tomana auch. Ich fühle mich jetzt schon richtig als Tomana, weil wir jetzt die Feier hatten, wo ich richtig in den Chor aufgenommen wurde. Und also ich freue mich riesig und das schafft halt auch nicht jeder. Da bin ich auch sehr stolz auf mich. Das zieht auch gleich ins Internat des Chors ein. Er teilt sich seine Stube mit 5 anderen Tomanern. Der Stubenälteste zeigt ihm alles. Hallo. Das ist schon offen, also kannst du dich da schon entsprechend einrichten. Ich denke, ich werde kein Heimweh haben,
wenn ich hier dann schon schlafe, weil man hier auch unter seinesgleichen ist. Und abends ist ja auch was los und deswegen kann man sich ja auch wie zu Hause fühlen. Und an den Wochenenden ist Markus bei den Eltern. Und benimm dich, dass wir keine Klagen haben. Tschüssi. Danke, ciao, ciao. Ciao, hübsch. In der Schule hat sich für Markus nicht so viel verändert. Er ist jetzt in der 4. Klasse. Aber in Zukunft muss Markus besonders fleißig sein. Denn nur wenn er es ins Gymnasium schafft, darf er auch im Chor bleiben. Im nächsten halben Jahr ist Markus nämlich noch in der Probezeit. So. Im nächsten Schuljahr muss ich also maximal alles 2 haben. Aber wenn eine 3 dabei ist, also der wird es schon schwierig. Als frischgebackener Thomaner muss sich Markus an jede Menge Neues gewöhnen. Das fängt schon beim Mittagessen an. Erst wird gesungen und dann gegessen. Im Thomaner-Chor gibt es ganz eigene Verhaltensregeln für das Zusammenleben. An die muss sich jetzt auch Markus halten. Zum Beispiel daran, dass man sich gegenseitig hilft. Da hat mein Stubenältester ein Sprichwort erfunden. Gemeinsam können wir jeden schlagen. Und so halten dann auch die Thomaner bei den Regeln zusammen. Also wenn man was falsch sagt, dann meckern die nicht gleich rum, so, oh, wie hast du das so falsch gemacht, sondern erklären es einem in ruhigem Ton. Bei der ersten neuen Probe lernt Markus die Lieder, die die ältesten Thomaner schon können. Jakob und Markus sind die einzigen Neuen in ihrer Stimmlage. Jetzt bin ich Alt 2, das ist eine tiefe Kinderstimme oder Frauenstimme. Für mich bedeutet diese Stimmlage also sehr viel, denn ich wollte schon immer nicht so hoch singen, sondern eigentlich tiefer immer so, also meine Heimat sozusagen. In der Registerprobe treffen sich die einzelnen Stimmlagen. Markus lernt hier die anderen Altstimmen kennen. Wie alle Proben beginnt sie mit Lockerungsübungen. Und wir fangen jetzt bei Fugenbeginn an. Einfach mal probieren, ne? Solisten stehen immer, ne? Ja. Probier nochmal. Es kommt im Chor schon auch öfters vor, dass man Solo singt und in der Probe muss man sich auch mal etwas zutrauen, also nicht immer so ganz feige und sich verstecken, sondern muss auch mal zeigen, was man kann. Alle Altstimmen üben die neuen Lieder erst einmal unter sich ein. Dabei wird festgelegt, wie hoch und wie tief der Alt das Lied singen soll. Und in der kleinen Gruppe hört man schneller, wer noch falsch singt. Jede freie Minute nutzt Markus für seine zweite Leidenschaft, das Fußballspielen. Ich muss sehr auf meine Stimme achten, aber darf auch mal auf dem Fußballplatz rumschreien. Doch nicht den ganzen Tag, denn da muss man auf die Heiserkeit aufpassen, dass man am nächsten Tag nicht dann erkrankt ist und Knötchen auf den Stimmbändern hat. Die sogenannten Knötchen sind gefährlich, weil sie die Gesangsstimme kaputt machen. Am Abend hat Markus dann seine erste Gesamtchorprobe mit allen Thomanern.
Als ich das erste Mal hier zur Gesamtchorprobe reinkam, da war ich noch etwas ängstlich und da wusste ich nicht, was ich machen sollte. Silenzium. Wer hat ersten Alt schon mal gesungen? Du, Hans Zwingler. Als zweiter Stimmführer in ersten Alt bei dem Stück. Oh, jetzt geht die Post ab hier. Und? Als ich das erste Mal bei der Gesamtchorprobe war, da hat man erst mal rausgehört, wie stark der Chor singt und wie schön das klingt. Piano mal, aber ganz konkret, nicht einfach nur säuseln. Ich muss auf das achten, wenn der ganze Chor singt, dass ich wirklich nur auf mich alleine höre und nicht hören, was die anderen singen. Es sei denn, ich bin mal aus dem Takt gekommen und da kann ich mal abhören, in welchem Takt man ist. 1, 2, 3, tanzen. Vielen Dank. Nach der Chorprobe hat Markus noch einen besonderen Termin. Guten Tag. Guten Tag. Und wie gefällt es dir? Ganz nett, finde ich sehr schön. Das freut mich. So, pass auf. Wir müssen dir ja einen Anzug anprobieren. Bei der Schneiderin des Thomaner-Chors bekommt Markus einen eigenen Konzertanzug angepasst. Die sogenannte Kieler Bluse. Markus, tritt dich mal zu mir. So, an sich gefällt es mir eigentlich. Ja? Das ist schön. Dann noch ein schickes weißes Hemd drunter, ja? Ja. Also das Gefühl ist, also als ob ich jetzt schon ein richtiger Thomaner bin, was ich jetzt eigentlich auch bin. Und also da freue ich, also wenn ich mit den Konzert dann an habe, da freue ich mich eigentlich schon richtig auf das erste Konzert. Da kommt dein Name rein, ja? Hinten in die Hose kommt auch dein Name rein. Und muss natürlich dafür sorgen, dass du nicht im Anzug isst. Ja, dann das können wir auf den drauf gehen, ja. Nicht in eine Pfütze fällst, wenn möglich. Heute hat Markus eine ganz wichtige Probe. Es scheinen nicht alle zu können. Also das ist ganz, ganz dürftig, was da zu hören ist. Ja, jetzt singt mal ein bisschen mehr, singt mal ein bisschen mehr. Ja, das ist doch Wahnsinn. Der Kantor ist bei dieser Probe besonders streng. Die Thomaner haben nämlich in einer Stunde einen Auftritt. Für Markus ist es sein erstes Konzert. Domesticus, was ich jetzt nicht ganz genau einschätzen kann, ist es besser, die Kragen hier draußen zu lassen? Rein. Der Pullover ist meiner. Nee, das kann nicht sein. Auch Markus Freund Jakob hat Probleme mit seiner Konzertkleidung. Er hat seine Schuhe vergessen. Nun muss er die eines älteren Thomaners tragen. Und die sind ihm viel zu groß. Markus erstes Konzert findet bei einem Schulgottesdienst statt. Also das Gefühl bei mir ist, dass ich schon stolz bin, vor meiner eigenen Schule aufzutreten, vor meiner eigenen Klasse. Da fühlt man sich so richtig groß, als ob man wirklich schon richtig berühmt ist. Und also man ist aber dann auch ein bisschen aufgeregt, aber man weiß, man singt zusammen und da muss man denken, es kann einem nichts passieren. Weil Markus noch nicht so lange im Chor ist, kann er erst zwei der neuen Lieder mitsingen. Mein erster Auftritt ist super gelungen. Ich muss nicht mehr aufgeregt sein.
Und also wenn, also ich habe mich richtig wohl gefühlt auf der Bühne und es hat mir richtig Spaß gemacht. Dann hat Markus auch noch Glück. Weil es nicht so viele Altstimmen im Chor gibt, darf er bereits mit zu einem Konzert nach Berlin. Party überall. Ist das nicht herrlich hier? Oh, hier, guck mal hier unten. Alter. Mir gefällt eigentlich an der Konzertreise am besten, also dass wir da so schöne Lieder singen und also und dass, also dass man da auch keine Schule hat. Also da hat man auch mal eine Abwechslung. Mittlerweile hat sich Markus schon richtig im Chor eingelebt. Ich will ja auch nicht angeben, also dass ich viele Freunde gefunden habe. Also ich denke schon, dass ich viele Freunde gefunden habe und ich denke, ich bin noch nicht ganz so unbeliebt auf dem Chor. Oh, schön. Fällt nicht so schnell auf. Oh, ich bin dieses K.O. Und heute noch Konzert. Nee, ein Hemd, mein Hemd. Stimmt, mein Hemd. Oh, hier, ist mein Hemd. Markus und seine Freunde machen sich im Hotel für das Konzert fertig. Oh, ist eigentlich schade, dass wir wieder zurück nach Leipzig müssen. Das hier doch unser Internat wäre. Sehr krass mit Frühstück und allem. Bei großen Konzerten treten die Thomaner in ihrer Kieler Bluse auf. Eigentlich hat jeder Chor oder ziemlich viele Chöre einen Anzug und deswegen also brauchen wir das natürlich auch als berühmter Chor. Kannst du mal gucken, ob das hier richtig ist hier hinten? Wenn nicht, mach mal bitte. Das ist eigentlich ganz ordentlich, ja. Boah, ist ja gerade geht schon. Mhm. Beim Halbjahr. Mogli, du. Ja, ich. Ja, jetzt. Herzlich willkommen. Ich meine, ach, da ist sie. Boah. Für das Konzert sind nicht nur saubere Hände und gekämmte Haare Pflicht. Wir müssen uns dick anziehen, weil jetzt die Zeit ist, wo wir uns schnell erkälten und deswegen müssen wir unsere Stimme schonen. Und deswegen ist es Pflicht, Mütze, Schal und Jacke zu tragen. Silenzium, wir erheben uns zum Einsingen. Das Einsingen übernimmt heute einer der älteren Thomane. Frohlocket. Frohlocket. Balala, 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 la, la. Jetzt wird noch einmal das Aussehen der jüngeren Thomaner überprüft. Da achtet eigentlich auch mit Dr. Domesticus, der Herr des Hauses, der achtet darauf, also ob die Kleidungen richtig sind und ob sie angepasst sind. Also weißes Hemd, schwarze Schuhe und schwarze Socken ist Pflicht. Kann man Taschentuch? Ja, schnür das bitte nochmal fester. Ja, rum. Ja, jetzt darf ich, weil ich jetzt nicht mehr so neu bin, kann ich jetzt schon mehr Lieder mitsingen. Und weil wir auch neun Proben jetzt mittlerweile ganz oft, also jeden Tag haben, fast jeden Tag. Und dann geht es raus auf die große Bühne des Berliner Konzerthauses. Thank you.
Mir hat das Konzert bisher gut gefallen und es hat gut geklappt, weil ich mir ziemlich sicher war, weil ich neben mir zwei Ältere hatte, die also wussten, wie es richtig geht, und da konnte ich mich so ein bisschen dranhängen. Ja, ich möchte gern Tomana bleiben und die Probezeit auch schaffen, weil wir halt alle zusammen sind und weil ich den Chor auch mag, weil er so schön singen kann, weil er weltberühmt ist.